Okay, puh, da haben wir den zweiten Satz. Wir haben wieder einen Carry-Satz, war ja auch nicht anders zu erwarten. Diesmal steht es ganz am Satzende, was jetzt auch nicht so verwunderlich ist. Es ist ja schließlich ein Verbalsuffix und wenn Verben hinten stehen, da steht Verbalsuffix natürlich auch hinten. Was uns auffällt, ist, dass es eine besondere Form hat. Das ist nämlich nicht Carry, sondern Keru. Komme ich aber gleich drauf. Das Ding insgesamt ist ein Gedicht aus dem Kokinwakashu, einer Gedichtanthologie, eigentlich der Gedichtanthologie schlechthin. Kapitel Frühling, erster Abschnitt, Gedicht Nummer 56. Ich muss sagen, es ist einer meiner persönlichen Favoriten. Es ist einfach ein ganz cooles Gedicht. Und wir haben auch Grammatik drin, außer Carry, die wir sogar schon kennen, nämlich die Partikel Bar. Ja, wir haben allerdings auch Unbekannte. Aber wir sehen dann mal drüber weg. Okay, mi watase ba yanagi sakura o kokimasete miyako zo haru no nishiki narikeru. So, wunderbar, dann können wir auch gleich mal lernen, mit Gedichten umzugehen. Ich habe da lustige Kringel reingemacht, fast überall, hier haben es vergessen. Und zwar ist es so, das ist ein Waka in der Form Tanka, also japanisches Gedicht, in der Kurzgedichtform. Die Dinger haben 31 Silben, die immer nach dem festen Silbenschema 5, 7, 5, 7, 7 eingeteilt sind. Da fehlt auch noch ein Kringel. Und das Lustige ist, dass man die Dinger danach unterteilen kann und dann eigentlich schon eine ganz schicke Struktur hat, anhand derer man die Dinger oder die Gedichte abarbeiten kann. Ja, legen wir mal los. Mi watase ba. Das ba hängt hier an einer Silbe mit e. Da müssen wir ins Wörterbuch gucken, was für ein Verb das ist, also in welche Verbklasse das gehört. Ich muss gestehen, ich habe nicht nachgeguckt, aber es wird aller Wahrscheinlichkeit nach ein Godan-Doshi sein. Das heißt, wenn hier eine Silbe mit E, C steht, dann ist das hier die Isenkei und dann müssen wir das temporal bzw. kausal übersetzen. Wir haben da vorne eine Zeitangabe, das ist jetzt total abstrus, das zu behaupten, aber ich meine, ich weiß ja, wie das Gedicht heißt, deswegen gebe ich jetzt vor, dass es temporal ist. Zeitangabe kann man sich denken, oh mein Gott, das wird wahrscheinlich so sein. Es ist so. Es ist halt temporal. Also, mi sehen watasu irgendwo rüber. Mi watasu irgendwo rüber sehen und hier den Blick schweifen lassen. Wenn ich den Blick streifen lasse oder schweifen lasse. Yanagi, Weidenbäume, Sakura, Kirschbäume, O markiert das direkte Objekt, wie im modernen Japanischen auch. Kokimasete. Da haben wir die Partikel T. Ich erkläre euch später, wozu sie gut ist. Das Lustige hieran ist, dass wir hier die Partikel O haben, was eigentlich darauf hinweist, dass wir hier was haben, was wir transitiv übersetzen müssten. Es klingt hier aber schöner, es intransitiv zu übersetzen, also wundert euch nicht, dass ich es tue. Also, wenn ich den Blick schweifen lasse, so vermischen sich die Weidenbäume und die Kirschbäume und es ist, wir haben ja die lyrische Emphase, deswegen nicht wahr, und ach, es ist das Brokat des Frühlings, so, ist eine ganz wichtige Partikel in dem Kontext gerade, zur Betonung und Miyako die Hauptstadt. Jetzt müssen wir einen schönen Satz draus machen und um da einen schönen Satz draus zu machen, müssen wir dieses Nari, es ist, ein bisschen uminterpretieren. Wir müssen daraus ja, ein schönes und passendes Verb machen. Und wir nehmen hier mal erscheinen als. Das ist das Tolle bei Gedichten. Man hat ja immer ein bisschen interpretatorische Freiheit und es bietet sich hier übelst an, das als erscheinen als zu übersetzen. Also, wenn ich den Blick schweifen lasse
und Weidenbäume und Kirschbäume sich vermischen. Ach, so erscheint mir die Hauptstadt wie Frühlingsbrokat. Gemeint ist, da steht ein Mensch auf den Bergen am Rande der Hauptstadt. Das war damals Kyoto und damals noch genannt Heian. Schaut hinüber auf diese Stadt, die im Frühling da liegt, sieht die Gassen mit ihren Kirschbäumen und den Weidenbäumen, das eine frisch rosa, das andere frisch grün, und es vermischt sich so im Wind. Und er steht halt da und beschreibt seinen Sinneseindruck durch dieses Gedicht, wenn ich den Blick schweifen lasse über diese Stadt und sehe, wie sich Kirsch- und Weidenbäume vermischen. So scheint mir doch die Hauptstadt wie Frühlingsbrokat. Tja, tolles Ding, also ich find's echt spitze. Genau, ich wollte ja noch sagen, warum das Keri hier in einer anderen Form steht. Da steht Keru. Keri flektiert nach der Rahen-Reihe, das heißt, wenn da ein Ru am Ende steht, muss es sich um die Rentaike handeln. Und die steht hier eben wegen dieser Partikel so. Wir haben da einen Kakarimusubi. Ein Kakarimusubi, es gibt eine Handvoll Partikeln, 7 oder 8, die verschiedene Bedeutungen für sich selber haben und die einfach dafür sorgen, wenn sie innerhalb eines Satzes steht, dass das letzte Verb bzw. das letzte Verbalsuffix innerhalb dieses Satzes in einer anderen Form steht. Und es ist so, dass alle Kakarimusubi-Partikeln die Rentaike hervorrufen, mit einer Ausnahme, nämlich der Partikel Koso, die hat sich auch ins moderne Japanisch noch eingerettet, ist immer noch eine Betonungspartikel. Koso ruft hervor, dass das Ende in der Isenke steht, aber hier haben wir eine der anderen Partikel, so, eine Betonungspartikel, und die ruft die Rentaike hervor. Darum steht da Keru und nicht Keri. Ansonsten ändert das nichts, man muss halt nur darauf achten, was diese Partikeln bedeuten. Anderweitig hat das hier hinten keinen Einfluss auf die Übersetzung. Und es bleibt auch sonst alles normal. Wir sehen hier Keri, das an die Renyoke angeschlossen wird und hier auch an Nari der Renyoke steht. Also sonst bleibt alles beim Alten. Ja, wunderbar. Dann hätten wir Keri erledigt, dann können wir dann übergehen zum nächsten. Ich muss mir da allerdings noch ausdenken, was ich als nächstes nehme.